Bestrafe nicht deinen Körper. Ich begrüße dich ganz herzlich hier in der göttlichen Natur zu deinem Satsang, zur Rückerinnerung an deine Wahrheit. Ihr Lieben, wenn hier eine Horde Wildschweine jetzt vorbeikommt, dann seht ihr mich mit meinem Stativ über die Lande rennen. Aber die Wildschweine kommen ja normalerweise nicht am hellen Tag. Und ich habe auch zu Maya gesagt, wir wollen die Wildschweine nicht stören. Hier sind nämlich Wildschweine, hier ist der ganze Acker umgegraben. Und ich wollte aber unbedingt an dieser alten Fichte sitzen. Und diese alte Fichte, die hat so eine Ausstrahlung auf mich. Und ich sitze hier am Rande einer Schlucht. Hinter mir geht es ganz tief runter. Und man sieht auch so richtig, wie die Tunnel reingehen, wo die Wildschweine durchgehen. Aber ich bin im Gottvertrauen. Wenn es schief geht, dann seht ihr mich jetzt gleich losrennen mit Stativ und Kamera und Mikro um den Hals. Hier ist gerade noch ein schönes Gras, das lassen wir so, das ist ja wunderschön. Ihr seht also absolute tolle Natur und wir wollen heute darüber sprechen, wenn wir den Körper strafen. Es kommen so viele Menschen zu mir, die bestrafen ihren Körper, die malträtieren ihren Körper mit Diäten, mit Schönheitsprogrammen. Ihr Lieben, lasst doch einfach den Körper Körper sein. Wie wäre denn das? Lasst den Körper Körper sein und hört auf, den Körper als Gefängniszelle eurer selbst zu sehen. Der Geist träumt diesen Körper und der Körper wird dir die besten Dienste erweisen, wenn du ihn einfach in Ruhe lässt. Iss das, wonach dir ist. Wenn du abends noch Appetit hast, und ich mache das auch ganz, ganz oft, dass ich abends noch mal unbedingt, eine Schüssel Joghurt brauche. Natürlich haust du dir abends keine 3 Tafeln Schokolade rein, aber dein Körper weiß, was er braucht. Und mal braucht er einen Apfel, dann braucht er mal wieder ein bisschen Schokolade und es pendelt sich alles ein. Also ihr wisst, dass ich die vegetarische Küche bevorzuge, vegetarisch-vegan sogar. Und ja, die Tiere lassen wir in Ruhe, die müssen wir nicht essen. Bitte habt eure eigene Meinung dazu. Aber ich möchte heute in einem Kurs in Wundern darüber sprechen, dass wir oft unseren Körper bestrafen. Der Körper ist das Mittel der Trennung. Der Körper soll uns zeigen, du bist getrennt. Du lebst in deiner dritten Dimension in der scheinbaren Trennung. Und dazu brauchen wir den Körper. Wir brauchen ihn als Schuluniform, damit wir uns getrennt fühlen können. Wer den Körper straft, ist wahnsinnig. Denn hier wird der kleine Graben gesehen und doch ist er nicht hier. Der Graben zwischen dir und den anderen. Er hat sich selbst nicht beurteilt, noch etwas aus sich gemacht, das er nicht ist. Der Körper sucht nicht, aus Schmerz eine Freude zu machen und im Staub nach dauerhafter Lust zu suchen. Der Körper sagt dir nicht, welches sein Zweck ist und kann nicht verstehen, wozu er da ist. Der Körper macht nichts zum Opfer, weil er keinen Willen, keine Vorlieben und keine Zweifel hat. Der Körper fragt sich nicht, was er ist, und deshalb braucht er sich mit anderen nicht zu messen. Der Körper kann nicht zum Opfer gemacht werden und sich selbst auch nicht als Opfer fühlen. Der Körper akzeptiert keine Rolle, sondern tut einfach, was man ihm sagt, ohne Angriff. Dein Körper weiß ja nicht mal, wie er heißt. Dein Körper hat ja nicht mal diesen Namen, den du hast. Hier ist eine Spinnenwebe. Dein Körper ist einfach eine Masse von Materie, ein biochemisches Labor, das brav funktioniert. Malträtiere ihn nicht, tu ihm nicht weh, füge ihm keinen Schmerz zu. Er ist das Werkzeug der Trennung für dich, damit du die scheinbare Trennung erleben kannst.
Die Menschen fügen ihren Körpern gegenseitig Schmerz, Lust und alles Mögliche zu. Und experimentiere nicht an deinem Körper herum. Lass ihn einfach in Ruhe. Lass ihn so sein. Ich finde es so schön beschrieben hier in Ein Kurs in Wundern, denn hier steht noch, der Körper, das ist das Ding, das du hasst, hassen und fürchtest, verabscheust und dir wünschst, du könntest diesen Körper gar nicht bekommen haben. Du schickst den Körper aus, um nach Trennung zu suchen. Du schickst den Körper aus, um wahrhaft getrennt zu sein. Und dann hasst du ihn dafür, was er gar nicht macht, was er gar nicht kann. Du hasst ihn für das, was er ist, und du hasst ihn für seinen Gebrauch. Du schreckst zurück vor dem, was er sieht und hört, und du hasst seine Gebrechlichkeit und seine Kleinheit. Und du verachtest seinen Körper für seine Taten. Er sieht und handelt nur für dich. Der Körper hört deine Stimme. Der Körper ist gebrechlich und klein, aber nur auf deinen Wunsch hin. Der Körper scheint dich zu bestrafen und somit deinen Hass aufgrund der Grenzen, die du ihm beibringst, zu verdienen. Du aber hast aus ihm ein Symbol für die Begrenzung gemacht, von denen du möchtest, dass dein Geist sie haben, sehen und behalten sollte. Der Körper stellt den Graben zwischen dem kleinen bisschen Geist, den du dein eigen nennst, und all dem Übrigen dar, was wirklich dein ist. Du hast deinen Körper, doch du denkst, dass er dein Selbst sei und ohne ihn dein Selbst verloren wäre. Das ist das geheime Gelübde, das du mit anderen abgelegt hast. Nur so können Körper gegen Körper kämpfen. Und Körper möchten sich ständig wandeln, verwandeln. Huch, jetzt kommt eine Hornisse. Das ist der geheime Schwur, den du jedes Mal aufs Neue ablegst, wenn du dich als angegriffen wahrnimmst. Niemand kann leiden, wenn er sich nicht als angegriffen sieht und als ein Verlierer durch den Angriff. Wer den Körper straft, ist wahnsinnig. Du möchtest den kleinen Graben aufrechterhalten. Du möchtest, indem du dich als Körper fühlst, ein Ich und ein Du erschaffen. Du möchtest den Graben wahr machen. Und der Hass steht den Menschen ins Gesicht geschrieben. Der Hass auf den eigenen Körper, der Hass auf die anderen, die den vermeintlich starken Körper angreifen. Und das war das ewige Spiel der Menschheit. Krieg und Frieden, Angriff und Versöhnung. In der Ausbildung, ihr Lieben, lernen wir, den Körper einfach sein zu lassen. Lass den Körper so sein. Er ist im Gleichgewicht. Er möchte dir dienen. Er ist deine Schuluniform. Kämpf nicht gegen deinen eigenen Körper. Hasse ihn nicht. Und lehne nichts an deinem Körper ab. So viele E-Mails bekomme ich und lese, was falsch ist an den Körpern. Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu schwer, zu leicht, zu alt, zu jung. Das ist gelebte Dualität. In der Ausbildung praktizieren wir, wir selbst zu sein, das wahre Selbst zu sein, der Geist zu sein im Raum. Und wir dürfen diesen Körper als Werkzeug nutzen, ihn pflegen und hegen, ihn lieben, umsorgen, aber nicht im Hass zerstören. Wenn du Fragen hast, schicke mir sehr, sehr gerne eine E-Mail. Besuche unsere Satsangs, unsere Community. Wir sind sonntags und montags live. Wir haben jetzt einen Satsang im Dezember in Südtirol
Alle Satsangs siehst du auf meiner Webseite und ich lade dich natürlich herzlich ein, 12 Wochen in der Gruppe, in der kleinen Gruppe zu praktizieren und zu lernen, was du wirklich bist. So, da ist noch Maya. Das Ganze ging ohne Wildschweine. Ihr seht, da hinten geht die Schlucht runter und die Maya genießt ihre Mittagspause im Gras und ich sage zu euch, liebt euren Körper genauso, wie er ist. Er möchte euch nichts Böses. Alles, alles Gute, herzliche Grüße aus der Natur, ihr Lieben, und lasst eure Seele tanzen. Alles, alles Gute für dich.